Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute gehen wir einer spannenden Frage nach, nämlich wie gefährlich sind Short Calls? Und der Grund, warum wir uns das heute anschauen, ist natürlich die Entwicklung in der Keuring-Aktie. Ihr habt es vielleicht gesehen, diese Aktie ist jetzt vor wenigen Tagen quasi über Nacht um fast 80% nach oben gesprungen. Und warum, wieso, weshalb, das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Aktie von früher hießen die Green Mountain Coffee Roasters. Wer bei uns in Europa, da kennt man das Nespresso-System. In Amerika hat die Firma im Grunde genau das gleiche gemacht, also diese Kaffeeautomaten zu Hause und wo man diese Kapseln reinmachen kann. Es hat sich vor einiger Zeit ist die Aktie schon mal ganz schön nach oben gesprungen. Da hatte sich Coca-Cola an dieser Firma beteiligt, ich glaube mit 17%. Und die war jahrelang wirklich ein richtiger Star, das heißt, die ist super nach oben gelaufen. Und dann ist die aber ziemlich nach unten gegangen, also ich glaube, die hatte dann vom Hoch rund 50% verloren. Wir blenden euch auch mal hier einen Chart dazu ein, damit ihr euch das in Ruhe mal anschauen könnt. Und wer nachschauen will, das Symbol GMCR. So. Und was ist jetzt passiert? Plötzlich ist jetzt über Nacht diese Aktie um fast 80% nach oben gesprungen. Und der Grund ist, dass eine Beteiligungsgesellschaft der deutschen Milliardärsfamilie Reimann, die haben ein Übernahmeangebot für diese Aktie gemacht oder für diese Company gemacht und haben ihm gesagt, okay, wir zahlen einen Aufschlag von nahezu 80% auf den letzten Börsenpreis. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die Aktie dann entsprechend zu hoch springt. Und wir hatten dann hier bei uns im Büro, im Coaching natürlich die Diskussion, was wäre denn, wenn man da Short Calls gehabt hätte? Und man kann sich vorstellen, die Aktie war irgendwo, ich weiß nicht, um die 50 herum. Und wenn man da vielleicht einen 65er Call geschrieben hätte, dann wäre das ja eine schöne Sache gewesen, ne? Weit weg. Aber dann springt die dir auf 80 hoch und dann sitzt du erstmal ziemlich in der Tinte mit dieser Position. Und da ist dann so ein bisschen auch auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, die Frage entstanden, wie gefährlich sind Short Calls? Sollte man denn Short Calls überhaupt handeln und worauf muss man achten? Und dazu einfach ein paar Gedanken. Als ich mit dem Optionshandel angefangen habe und gerade auch mit dem Handel von Aktienoptionen, war ich tatsächlich der Meinung, dass Short Puts, also der Verkauf von Puts unterhalb des aktuellen Preises, deutlich gefährlicher ist als der Verkauf von Short Calls. Mittlerweile bin ich aber der festen Überzeugung, dass der Verkauf von Short Calls viel, viel gefährlicher ist als der Verkauf von Short Puts. Man kann Short Calls dennoch machen, wir müssen bloß ein paar Dinge beachten. So, mal als allererstes, warum sind Calls, also verkaufte Calls, gefährlicher als Puts? Da könnte man jetzt erstmal den theoretischen Teil abhandeln, könnte sagen, naja, weil ein Short Call ein theoretisch unbegrenztes Risiko nach oben hat, eine Aktie, die bei 50 ist und du verkaufst einen Call darüber, die kann ja theoretisch unendlich steigen. So, wenn du dagegen einen Put darunter verkaufst, dann kann ja die Aktie theoretisch und auch praktisch nur auf Null fallen. Das ist die Theorie. Wir wissen natürlich, keine Aktie wird unendlich ansteigen. Wir haben eine gewisse Zeit, wie die Option nur läuft. Und selbst wenn du jetzt bei 50, bei einer Aktie, die 50 kostet, beispielsweise einen 40er Put verkauft und die würde auf Null fallen, auch dann wäre der potenzielle Verlust so groß, dass man sich das dann nicht schönreden muss und sagen, naja, ich habe ja nur ein begrenztes Verlustrisiko. So, was ist aber trotzdem die Gefahr beim Verkauf von Short Calls? Das Ding ist einfach nur das, wir wissen ja, ich schreibe auch mal ein paar Begriffe dazu mit hin, dass wir bei Aktienoptionen sehr oft den sogenannten Skew haben. So, das heißt also, das ist die Verteilung der Volatilität zwischen Calls und Puts, zwischen in the money, out of the money und so weiter. Und ganz einfach gesagt kann man sagen, Puts sind oft sehr viel teurer als Calls. Ne? Weil, für was werden sich die meisten Marktteilnehmer immer absichern? Gegen eine Bewegung nach unten und aus dem Grunde werden Puts immer teurer gepreist. Und das führt natürlich dazu, dass du schon mal von Beginn an, wenn du immer nur Calls verkaufst, halt weniger Geld dafür bekommst als Puts. Das heißt, in der langfristigen Betrachtungsweise, wenn wir sagen würden, es gibt immer mal diese Unfälle nach oben und als auch nach unten,
würdest du dennoch mit Puts besser fahren, weil du einfach im Schnitt immer viel mehr Geld für die Puts als für die Calls bekommst. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, wenn wir uns überlegen, was passiert denn, wenn eine Aktie steigt oder fällt? Jetzt gibt es natürlich immer ein paar Situationen, wenn wir zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, okay, wir hätten eine Aktie, die läuft hier nach oben und hier wäre ein neues Allzeithoch, weil die früher schon mal hier irgendwie war. Jetzt geht sie darüber und jetzt hättest du hier an der Stelle Short Calls geschrieben, dann ist das natürlich eine hochriskante Sache, klar, weil von dem Moment an kann die Aktie ja deutlich weiter ansteigen. Aber wer würde denn schon hier, wenn eine Aktie in einem Aufwärtstrend ist, Calls verkaufen? Das macht man ja nicht. Ne? Sondern wenn man schon Calls verkauft, dann ja immer nur dann, wenn die Aktie nach unten gegangen ist. So, was ist jetzt, wenn zum Beispiel aber eben wie hier bei Green Mountain die Aktie dann hier so nach oben springt? Das Problem ist einfach, dass du in so einer Situation kaum noch agieren kannst. Weil warum sollte denn eine Aktie, die nach unten gerichtet ist, plötzlich sehr, sehr stark nach oben springen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Nummer eins, sie bringt Earnings heraus. Das ist eigentlich kein Problem, weil du bei Earnings ja nicht dabei bist. Also wenn du das klassische Geschäft machst, Verkauf von Short Puts, Verkauf von Short Calls, hältst du dich um die Earnings Season herum oder beziehungsweise an den Tagen, wo die Earnings sind, aus der Aktie raus. Das heißt, wenn so ein Gap kommt durch Earnings, ist es kein Problem, weil da bist du in der Regel nicht investiert oder du solltest nicht investiert sein. Was ist der andere Grund, dass die so springen kann? Und das sind eben meistens wirklich immer nur Übernahmegerüchte. So, wir haben das vor kurzem gesehen bei PCB, die Warren Buffett übernommen hat. Wir haben das gesehen jetzt bei Keurig und das kann man immer wieder nachvollziehen. Immer wenn Firmen übernommen werden, gappen die nach oben. So, das Problem ist jetzt einfach, angenommen du hast jetzt hier irgendwie einen Short Call, dass du den nicht rollen kannst, weil wo willst du den hinrollen? Ne? Wo willst du den hinrollen? Du kannst den nicht hierher rollen, weil da kriegst du natürlich kein Geld mehr. Weil wenn die Firma sagt, hier, ich bezahle $80, kannst du davon ausgehen, dass du für einen 82er Call schon kein Geld mehr bekommst, weil wer sollte das geben? Oder zumindest ist es zu wenig, dass du diesen Verlust, den du hier machst, nicht rausholen kannst. Also du, was weiß ich, du hast jetzt plötzlich $10 und kriegst du oben noch ein oder zwei. Das heißt, du kannst bei so einer Übernahme mit Calls nichts mehr machen. Du kannst die nirgendwo hinrollen. So, weil die Story ist vorbei. Die Aktie wird übernommen. Es gibt einen Preis. Es kann ein bisschen Preiskampf geben, aber letztendlich wird die Aktie übernommen und das Ding ist dann durch. Und bei Puts ist es jetzt aber genauso. Dadurch, dass das Risiko nach unten relativ weg ist, hast du auch kaum noch für Puts irgendwas. Das heißt, du kannst jetzt schlecht sagen, ich roll das jetzt nach oben, mach irgendwie einen Strangle daraus. Ne? Also du stehst im Grunde genommen mit deinem Verlust dann da und kannst eigentlich nur sehr, sehr wenig machen. Es lohnt sich auch nicht, die Aktie zu kaufen. Ne? Weil was willst du da machen? Die steht dann an dem Preis, wo sie übernommen wird. Da ist nicht mehr so viel los. Der Fall übrigens hier wäre immer noch einfacher, weil was könnte man machen? Man könnte zum Beispiel einfach long die Aktie gehen und hätte dann ja quasi so eine Art Delta-Hedge-Stand da drin. So, warum ist das jetzt bei Puts ein bisschen einfacher? Bei Puts hast du einfach den Vorteil, dass wenn die Aktie, es läuft irgendwie, du hast einen Aufwärtstrend, verkaufst irgendwo einen Put und jetzt gappt dir die Aktie nach unten. Also die gappt dir jetzt irgendwo von mir aus hierher auch so, dass dein Put im Minus ist. Was kannst du dann machen? Du kannst natürlich das Ganze nach unten und nach hinten schön rollen. Ne? Vola explodiert, das heißt es gibt viel und du kannst dann wirklich sagen, okay, ich roll das nach unten, schreibe noch einen Call dagegen. Das heißt, du kannst adjustieren, du kannst was daraus machen. Und es ist ja nicht so, wir sehen das ja immer wieder, dass Aktien sehr, sehr stark fallen, ne? Auch mal über Nacht 20-30%. Aber es ist ja nicht so, dass die Aktie hier X kostet und am nächsten Tag 0 kostet. Selbst wenn das heißt, die ist pleite, das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern es dauert ja immer eine gewisse Zeit und eine Aktie, die im Aufwärtstrend ist und nur bei solchen Aktien und in einem insgesamt positiven Marktumfeld verkaufen wir ja Puts, die wird jetzt nicht von heute auf morgen auf Null fallen. Und deswegen denken wir zwar am Anfang immer, Mensch, wenn die Aktie fällt, das ist riskanter, aber es ist überhaupt nicht riskanter, weil du kannst es adjustieren, du kannst da einfach mehr machen. So,
Jetzt gibt es noch ein paar Punkte, wie kann man das trotzdem oder wie kann man das mit den Calls verhindern? Und darüber reden wir im zweiten Teil dieses Videos und den seht ihr dann demnächst oder in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal. Bis dann, euch alles Gute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mit bei so einer Aktion schon mal dabei wart. Ist sowas, so ein Call schon mal gegen euch gelaufen? Wenn ja, wo, wie habt ihr reagiert und was habt ihr daraus gelernt? Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, Servus, macht's gut.